Ja, hallihallo, ich grüße euch. Ich habe mal wieder ein bisschen gebastelt. Und zwar mit einem ganz normalen Standardbedini hier die Schaltung ohne Löten. Da vom Segelohrenbock, glaube ich, und von der VEB-Bastelstube, glaube ich. Ja, ich meine, von ihm habe ich es mir abgeguckt. Nur ich habe diese Schaltung, ja, damit versehen. Einfach eine Ringkernspule aus irgendeinem alten PC-Netzteil. Oben eine Halbwicklung, unten eine Halbwicklung. Ja, eine davon ist jetzt die primäre, die andere sekundäre. Ja, und das Schöne ist, in dem Moment, wo der ganze Kreis Strom kriegt, ja, 12,5 Volt, dann zieht er so um die 90 Milliampere. Vielleicht könnt ihr es hören, es pfeift ganz leicht. Raus kommt hier eigentlich fast nichts momentan, aber schaut mal da drauf, dann habe ich da schon was. Wir sind hier auf dem 2-Volt-Bereich, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, also so für Mikronzellen. Weil das Ganze kann man nämlich wunderbar noch hochdrehen. Es liegt auf dem Boden, immer da, wo man sucht. Ja, das wird jetzt schwierig. Ich lege euch mal auf das Stativ. Und dann zeige ich euch mal erstmal hier die Ausgangsspannung. Also er ist kurz vor Abbruch, geht so bis knapp an die 40 Volt hoch. Nur sobald ich das Poti loslasse, hier, das ist so ein kleines Fuddeldingen, ändert sich der Wert wieder. Der Kreis hört auf zu schwingen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt da 39 Volt. Das Lustige ist, ja, der ist runtergegangen und mein schönes Ossi zeigt mir das hier. Ich gehe jetzt mal auf den höchsten Bereich, auf 20 Volt. Ziehe den mal ein bisschen runter. Guckt euch das mal an. Ich finde es geil. Damit was anfangen kann. Ich habe keine Lust, da was auszurechnen. Und das beim 20 Volt Regelbereich. So, und wenn ich an den Poti regle, ändert sich die Frequenz und gleichzeitig auch die Amplitude. Ja, das dazu. Es wäre, wenn das jemand schon gemacht hat, bin ich überzeugt von, dass das jemand schon gemacht hat. Vielleicht haut ihr mal ein bisschen was in die Kommentare rein, ob sich das lohnt, damit was zu machen, weil ich würde gerne mal versuchen, hier diesen kleinen Akku da vorne, der komplett tot ist eigentlich mit 0,01 Volt, den mal so richtig zu bombardieren, weil das scheint eine sehr hohe Frequenz zu sein mit sehr hohen Spitzen. Wenn das Ganze nichts bringt, wäre schön, wenn ihr mir das vorher sagt. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.